Herzlich willkommen, ihr lieben Steinböcke. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle den August gut überstanden habt. Er war ja durchaus wild, wie der Juli auch schon. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass der September nicht weniger aufregend wird. Wir haben einige, ja, sehr spannende astrologische Konstellationen, die hier auf uns warten. Von denen möchte ich allerdings nur zwei hier kurz erwähnen. Zum einen haben wir Uranus, der in die Rückläufigkeit geht und dadurch eben auch noch aktiviert wird. Uranus ist ja der Herrscher des Wassermanns. Ja, und Uranus ist der Rebell, der bricht aus, er steht für plötzliche, unerwartete und durchaus auch radikale Veränderungen. Außerdem steht Uranus auch für die Dezentralisierung, er nährt Verbindungen und er strebt nach Wahrhaftigkeit. Demgegenüber steht Pluto, der zurückläuft in den Steinbock und zwar zum letzten Mal, bevor er dann im November endgültig in den Wassermann eintritt. Ja, und Pluto im Steinbock wiederum, der steht für ja, Machterhalt, Festhalten an alten Machtstrukturen. Er steht auch für das Regieren von oben nach unten und ja, er zentriert ganz gerne, er geht auch in die Tiefe. Da ja, können durchaus einige Machtkämpfe sich zeigen und ihr seht schon, hier tut sich ein echter Spannungsbogen also auf in der einen Richtung, also Rebellion, Freiheit, Gemeinschaft, ja, eher Graswurzelbewegung und auf der anderen Seite eben der Versuch, Machtstrukturen zu erhalten und dann dementsprechend wird der September sicherlich auch ziemlich aufregend, mindestens mal auf der globalen, auf der kollektiven Ebene, aber das Ganze kann sich natürlich auch auf der persönlichen Ebene abspielen. Ja, vielleicht spürst du, dass du nach Veränderungen strebst, dass du ja, in eine neue Richtung möchtest. Die Suche nach Authentizität könnte hier absolut eine Rolle spielen, entweder in einzelnen Lebensbereichen, im familiären, im freundschaftlichen, im partnerschaftlichen Kontext, genauso wie auch im beruflichen Kontext. Und vielleicht ja, fühlst du dich auch angeregt, dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und ja, in eine ganz neue Richtung zu streben. Wie immer solltest du in dich hineinspüren und schauen, welche Aspekte dieser allgemeinen Legung mit dir schwingen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Karten nicht so wirklich deine Lebenssituation anzeigen, dann schau dir gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendent, zu deinem Mond oder eben auch zu deiner Venus. Wie immer sind hier in dieser Legung der Herrscher, die Herrscherin, die Königin und auch die Könige geschlechterunabhängig und sie können andere Personen anzeigen, aber auch deine eigene Energie. Und jetzt geht's los mit der Legung. Ihr lieben Steinböcke, auch für euch scheint der September wirklich energiegeladen zu sein. Was mir allerdings als allererstes bei eurer Legung hier aufgefallen ist, dass sie deutliche Überschneidung hat mit der Schütze-Legung. Also vielleicht hast du selber einiges an Schütze-Aspekten oder vielleicht hast du auch mit einer Schütze-Person zu tun. Dementsprechend lohnt es sich möglicherweise für dich auch die Schütze-Legung anzuschauen. Ja, der Wagen ist die Themenkarte für euch, hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei den Schützen schon gezeigt. Und der Wagen ist eine Karte, die mit Neustartenergie zu tun hat. Und es ist auch eine Erfolgskarte. Ja, also der Wagen zusätzlich ist allerdings eben auch noch eine Entscheidungskarte. Und mir scheint ja, dass es hier im September wirklich darauf ankommt, dass du für dich eine ganz, ganz klare Entscheidung triffst. Ja, also dich so ein bisschen nicht weiter im Zweifel aufhältst, in der Unsicherheit aufhältst, in der Unentschlossenheit aufhältst, ja, sondern eine ganz, ganz klare Entscheidung für dich triffst und möglichst auch darauf achtest, ja, dass du eine positive Zukunftsvision für dich generierst und ja, dich eben genau darauf auch fokussierst, ja, dich wie gesagt nicht von Unsicherheiten, Zweifeln, weder von inneren noch von äußeren davon abhalten lässt. Neustartenergie kann sich im äußeren Kontext abspielen, ja, es könnten hier durchaus im Außen Veränderungen stattfinden, aber es kann durchaus auch mit dem Loslassen
von inneren toxischen, negativen Gedanken, Mustern, Handlungsmustern, Glaubenssätzen etc. zu tun haben. Das haben wir hier dann gleich auch nochmal auf der Herausforderungsposition. Also mir scheint, es kommt wirklich ganz, ganz stark auf dich selber an, auf dein Selbstbewusstsein, auf dein Selbstvertrauen. Auch das spiegelt sich hier mehrmals in dieser Legung wieder. Aber wenn dir das gelingt, dann würde ich mal sagen, kannst du einen ganz, ganz großen Schritt für dich im September ja, bewältigen. Und zwar einen Schritt in eine Richtung, die du möglicherweise schon seit längerem anstrebst. Und da gehe ich gleich eben auch noch drauf ein mit dem Ritter der Münzen. Und mir scheint, hier kommt jetzt einiges wirklich in Bewegung. Wir haben viele Feuerenergien hier in dieser Legung angezeigt. Und ja, Feuerenergien, ja, sind natürlich eher schnelle Entwicklungen. Da schwingt auch immer ein bisschen ein Pioniergeist mit. Da ist viel Aktivität, auch ja, eine Aktivität aus dir heraus initiiert mit im Spiel. Also du gestaltest hier wirklich ganz bewusst ja, die weiteren Entwicklungen sozusagen auch durchaus mit. Und wie immer gebe ich dir auch mal noch Klärungskarten dazu. Denn die, ja, die geben hier nochmal genauere Hinweise. Ja, es ist wirklich spannend. Hier sind einiges an Überschneidungen. Aber es geht ja jetzt hier um euch und gezeigt hat sich der König der Münzen und die 10 der Kelche. Der König der Münzen hat natürlich viel der Steinbock-Energie auch in sich, ja, kann dementsprechend hier schon ja deine eigene Energie auch anzeigen, aber ich will auch nicht ausschließen, dass hier eine andere Person, vielleicht auch eine Personengruppe, manchmal kann der König der Münzen auch eine ganze Institution oder auch einen Firmenkomplex, Arbeitgeber und ähnliches darstellen. Also dementsprechend könnte ja auch noch so ein bisschen eine andere Partei mitschwingen. Also der König der Münzen hat einiges an Bedeutung. Er steht auch zum Beispiel generell für feste Beziehungen, feste Partnerschaften, für einen langfristigen Arbeitsplatz kann er stehen. Und dementsprechend könnte das was sein, ja, was, wie gesagt, du sei oder dich seit längerem begleitet in deinem Leben, aber wo du vielleicht feststellst und immer wieder festgestellt hast, eigentlich bin ich bereit für eine Veränderung, eigentlich möchte ich eine Veränderung, irgendwas ist mir hier möglicherweise zu festgefahren. Zu statisch, ja, da fehlt mir irgendwie eine Lebendigkeit, eine Kreativität oder dass ich mich eben mit der Situation, mit den Umständen, mit dieser Person vielleicht aber eben auch noch identifizieren kann. Und ich denke, das, was du anstrebst, ist eben diese 10 der Kelche. Das ist eine Karte, die mit innerer Fröhlichkeit, innerer Glückseligkeit, innerer Harmonie auch eben zu tun hat. Und es ist natürlich auch eine Karte, die mit anderen Personen zu tun haben kann. Aber hier ist eine ganz andere Verbindungsnatur, sag ich mal, zu diesen Personen, als das möglicherweise hier im Kontext des König der Münzen der Fall ist. Ja, also hier fühlt man sich wirklich aufgehoben, da fühlt man sich genährt, da hat man auch das Gefühl, man darf so sein, wie man ist. Da ist eine emotional tiefe Verbindung, während das beim König der Münzen manchmal eben eher Verbindungen sind, die aus Vernunftsgründen aufrechterhalten werden, die aus ja, einem reinen Zeitablauf vielleicht eben auch aufrechterhalten werden. Sprich, das können Verbindungen sein, mit denen du einfach schon sehr lange zu tun hast und weil man sich so lange kennt, weil man so lange miteinander zu tun hat, hält man das auch irgendwie aufrecht, obwohl vielleicht die emotionale Verbindung nicht mehr wirklich vorhanden ist. Und mir scheint, du bist jetzt bereit, wirklich dafür zu sorgen, dass dieses Glück, diese innere Harmonie, sich in deinem Leben etablieren kann, dass du bewusst vielleicht dich eher mit Menschen verbindest, wo du auch wirklich das innere Gefühl hast, wir schwingen auf der gleichen Wellenlänge. Ja, und dementsprechend würde ich hier auch mal die Veränderung sehen. In dem Aspekt, dass der König der Münzen auch deine eigene Handlungsenergie anzeigen kann, da könnte noch so ein bisschen mitschwingen, ja, dass du auch das Gefühl hast, durch die Veränderungen, durch die Entscheidungen, durch die Aktionen, die jetzt anstehen, wieder viel mehr in dir selbst dich zu Hause zu fühlen, dich wieder viel mehr auch mit dir selbst verbunden zu fühlen. So viel also mal hier zu der Themenposition und wir schauen auf die Vergangenheit, aus der heraus sich die Thematik hier aufgebaut hat. Und hier sehen wir also den Ritter der Münzen, den wird hier auch ambivalent lesen, denn auch der Ritter der Münzen kann natürlich
Steinbock-Energie ganz per se mal anzeigen. Und da ist natürlich, wir sehen hier auch so eine gewisse Weiterentwicklung, ne, vom Ritter der Münzen im Ranreifeprozess in diesen König der Münzen herein. Also als wäre hier eine längere Vorlaufphase, wo du dich vielleicht auch innerlich mit bestimmten Themen, mit Wünschen, mit Zweifeln, mit Unsicherheiten, mit deiner Grundsituation beschäftigt hast, ja, ohne noch konkrete Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch die Augustlegung in die Richtung, dass es sinnvoll ist, mit Entscheidungen noch abzuwarten bis September, und das Ganze scheint sich hier dementsprechend also auch weiterzuentwickeln. Also möglicherweise ist das diese Ruhephase gewesen, über bestimmte Dinge zu reflektieren, sich klar zu werden über das ein oder andere. Und da kommt die zweite Bedeutung nun von diesem Ritter der Münzen ins Spiel. Denn der kann eben auch damit zu tun haben, dass sich bestimmte Situationen, bestimmte Lebensbereiche, bestimmte Beziehungen, Verbindungen vielleicht sehr, sehr zäh entwickelt haben und irgendwie auch so in die Stagnation geraten sind. Wie gesagt, also Frustration, Unzufriedenheit können dementsprechend auch mit dem Ritter der Münzen angezeigt sein. Gut, auch hier schauen wir mit den Klärungskarten dazu. Okay, da kommt schon einiges geflogen. Was haben wir hier? Ja, 10 der Stäbe, die Sonne, die hier auch immer wieder durchblitzt bei den Karten, die sich hier jetzt für den September gezeigt haben. Ich beginne aber mit der 10 der Stäbe. Das ist die negative Stresskarte. Eine Karte, die mit Belastungen zu tun hat, die mit dem Gefühl zu tun haben kann, sich, ne, wirklich erschöpft zu sein, ausgelaugt zu sein. Und das kann hingehen bis zum Burnout. Es ist auch meistens keine Einbahnstraße, ne? Also man stürzt sich hier meistens nicht ganz alleine in diesen Zustand. Hier spielt meistens eine andere Partei auch noch eine Rolle mit. Hier geht es aber auch darum, dass man oft den Glauben hat, Verantwortung, Verpflichtungen ganz alleine schultern zu müssen, oder man lässt sich immer wieder neue Aufgaben von außen aufhalsen und traut sich vielleicht auch nicht, hier mal eine Grenze zu setzen, Nein zu sagen, sondern man, ja, schleppt das immer weiter, bis man dann vielleicht eben aber auch irgendwann nicht mehr so wirklich kann. Und ich würde mal sagen, ja, das hat sich hier also wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum aufgebaut, bis du gemerkt hast, hey, ich kann nicht so weitermachen, ich will nicht einfach hier so unter dieser Last funktionieren, ich schaffe es vielleicht eben auch nicht mehr, und es kündigt sich hier wahrscheinlich eben auch nicht wirklich eine Lösung an von außen, sprich kein Kompromiss. Und wie gesagt, ich denke, dass du den August genutzt hast, hier eine Entscheidung eben ranreifen zu lassen. Die zwei der Kelche. Das ist ja die Karte der Herz- und Seelenheilung, ne? Also ich würde mal sagen, hier ging es wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, dass du mit dir selber über bestimmte Fragen, über bestimmte Unsicherheiten, ja, in die Zwiesprache gegangen bist. Sprich, du hast wahrscheinlich hier mit dir selber Frieden geschlossen. Ja, es geht ja oft um die Versöhnung zwischen Verstand und Herz, Emotionen, Intuition. Und ich würde mal sagen, ne, dass sich das hier so dermaßen aufgebaut hat, ja, dass du gesagt hast, okay, ich gehe hier auch raus aus innerer Unsicherheit, innerem Zweifel, inneren Fragezeichen. Ich stehe hier sozusagen auch zu meinen eigenen Bedürfnissen. Und daraus hat sich hier eine neue Energie aufgebaut. Wir sehen hier oben diese Löwe-Symbolik, ja, die Löwe-Energie steht eben auch für die Sonne. Die Sonne ist der Herrscher des Löwe-Hauses, ne? Also einen inneren Kraftaufbau. Und ich denke auch eine Bewusstwerdung, die hier stattgefunden hat, was dir wirklich am Herzen liegt, ja, weil die Sonne ist ja wie die 10 der Kelche eben auch eine Karte, die mit innerer Zufriedenheit zu tun hat, die mit innerem Glücksgefühl zu tun hat, die mit Lebenserfülltheit zu tun hat. Und ich denke, du bist ja hier gewahr geworden, dass du auf diesem Weg das hier nicht erreichen wirst und dass deswegen hier auch Entscheidungen notwendig werden, ja. Die zwei der Kelche kann natürlich auch noch zusätzlich damit zu tun haben, dass möglicherweise neue Personen in deinem Leben aufgetaucht sind, die dich vielleicht auch gestärkt haben in diesem Prozess, ja, wo du, ja, dich vielleicht mit austauschen konntest,
die hier beigetragen haben, ne, dass du die in die Kraft gefunden hast, die Dinge hier jetzt auch in eine andere Richtung zu lenken. Ja, also ein Hoffnungsschimmer, der hier für dich aufgetaucht ist, vermutlich eben auch. Gut, und dann geht es gleich mit einer Löwekarte weiter, nämlich die Kraftkarte auf der Position des Umfeldes. Das würde das auch noch mal ein bisschen bestätigen, dass hier möglicherweise von außen auch ja, unterstützende Energie zu dir gekommen ist oder auch spätestens jetzt im September zu dir findet. Ja, Menschen, die dir Mut zusprechen, die dir vielleicht auch ganz praktische Hilfe anbieten, die dich hier wirklich unterstützen. Und zwar eben auch gerade noch mal in dem Zusammenhang, dass Zweifel, Unsicherheiten, vielleicht auch Manipulationen, die hier natürlich in der Zehnerstäbe in dieser Stresssituation auch eine Rolle spielen können, dass du das überwindest, ja, dich davon nicht mehr sozusagen blockieren lässt, sondern dass du sagst, okay, ja, ich habe diese Zweifel, ich weiß nicht genau, was die Zukunft für mich bringt, aber ich traue mich jetzt trotzdem, diese Schritte nach vorne zu gehen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, hier ist viel Pioniergeist-Energie in dieser Legung drin, eine sehr kraftvolle Energie, auch eine mutige Energie, die Dinge nicht nur zu verändern, sondern bewusst eben auch zu gestalten. Und auch das ist natürlich mit hier eine Bedeutung dieser Kraftkarte, ne? Also aktiv die Dinge in die Hand zu nehmen. Und ich, noch mal, mir scheint, das kommt hier auch so ein bisschen aus deinem Umfeld, unterstützendes Umfeld, das ja auch für dich vorhanden ist. Gut. Und sechs der Schwerter, ne, der gedankliche Aufbruch, der hier stattfindet. Und ja, das muss nicht nur der gedankliche Aufbruch sein, damit fängt es natürlich an, aber hier können auch weitere Konsequenzen daraus folgen in Richtung räumlicher Veränderungen, vielleicht auch erstmal eine Reise, um ein bisschen Abstand zu bekommen, die Dinge aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Umzüge, berufliche Ortswechsel kann ja auch mit eine Rolle spielen. Und ja, dann haben wir hier noch den Herrscher, der ja eine ähnliche Energie repräsentieren kann wie auch der König der Münzen. Auch hier kann es sich um eine einzelne Person handeln. Es kann sich aber auch hier um Personengruppen, Institutionen, Firmen etc. handeln. Und es könnte durchaus sein, dass hier der Herrscher sozusagen auch die Gegenpartei mit anzeigt, ja. Und diese Gegenpartei könnte hier auch noch mal ein bisschen die Krallen zeigen. Sprich, Reibereien, Konflikte könnten hier durchaus auch noch mal auftauchen, aber mir scheint, das hat nicht mehr die Kraft, dich zurückzuhalten. Ja, klar, damit könnte eine weitere zukünftige Auseinandersetzung zwar noch erforderlich sein, aber es ist nicht mehr, es hat nicht mehr diesen Einfluss auf dich, dass du einfach weitermachst wie zuvor, ja und Ahne, Entschuldigung, ja und Amen zu allem hier sagst, was dir aus dieser Richtung aufgeladen wird. Aber es ist auch meistens bei dem Herrscher so, eben auch bei dem König der Münzen, dass von dieser Seite wenig ja, Einlassung, Kompromissbereitschaft zu erwarten ist. Ne? Also dementsprechend wäre es wahrscheinlich hier auch nicht sinnvoll, dass ja, hier von irgendwelchen größeren Bewegungen, Kompromissen aus dieser Richtung zu warten, sondern wie gesagt, ich denke, hier sollte man jetzt wirklich proaktiv die Dinge in Bewegung setzen, die man hier anstrebt, die Veränderungen umsetzen, die man hier anstrebt. Okay. Gut, ja, das ist meistens einfacher gesagt als getan und dementsprechend hier also die Todkarte auf der Herausforderungsposition. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, das kann mit Loslassprozessen im Außen zu tun haben. Ne? Also es kann durchaus sein, dass hier größere Veränderungen in deinem Alltag stattfinden, in einzelnen oder vielleicht auch in allen Lebensbereichen. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach zu bewältigen, aber glaube an dich, ja. Wie gesagt, du hast hier, denke ich, durchaus sehr tatkräftige Unterstützung an deiner Seite. Und die Todkarte hat eben damit zu tun auch, ne, dass man
Wie gesagt, alte negative Denkmuster, toxisches Selbstbilder, negative Glaubenssätze und so weiter hinter sich lässt. Und wir sehen eben hier auch den Sonnenaufgang, ne? Also in dem Moment, wo du deine innere Haltung auch dazu veränderst, ja, auch die innere Haltung, die überhaupt dazu geführt hat, dass du hier in dieser stressvollen Situation gelandet bist. Wenn du die veränderst, dann sorgst, das ist der größte Schritt eigentlich, den du dazu machen kannst, dass hier genau das in dein Leben eintreten kann, wonach du dich vielleicht schon auch seit langem sehnst. Ja, also lass dich hier ein auf die Transformation, auch wenn es natürlich im Einzelnen herausfordernd sein kann. Aber ich würde mal sagen, das ist absolut zu deinem Nutzen. Ja. Drei der Münzen, was ja auch eine Steinbockkarte ist, und die Mäßigkeit. So, lass dir, bleib geduldig mit dem Prozess. Drei der Münzen ist die Aufbaukarte. Hier geht es häufig darum, sich ein neues Fundament zu schaffen. Ja, das kann ein bisschen Zeit brauchen, aber die Drei der Münzen betont hier eigentlich auch noch mal, dass du Unterstützung hast, ja, und dass hier Menschen an deiner Seite sind, die dich fördern, die ja, die auch an deiner Seite wirklich stehen wollen, mit denen du Austausch haben kannst, die dich auch begleiten können in diesem Prozess. Ja, und die Mäßigkeit ist ja natürlich eine ganz, ganz wunderschöne Karte, die Schützekarte, die immer wieder auch den Hinweis gibt, bleib geduldig, selbst wenn die Dinge nicht ganz so schnell sich jetzt weiterentwickeln, es sicherlich Zeit braucht, bis dieses neue Fundament hier steht, aber du bist auf dem richtigen Weg. Das ist ganz, ganz deutlich, ne, immer wieder eine ganz, ganz deutliche Botschaft dieser Karte. Ja, glaube an dich, vertraue dem Prozess. Gut. Ja, auf der Chancenposition haben wir den Bube der Stäbe, den finde ich ja auch sehr schön, ja, weil der genau mit der Offenheit zu tun hat, mit der Neugier, mit diesem Glaube auch an sich selbst, mit ja, auch der Fähigkeit, ne, jetzt in neue Bahnen zu denken und auch in neue Bahnen zu agieren, sich wirklich den neuen Möglichkeiten zu öffnen. Und ich würde mal sagen, hier sind neue Möglichkeiten für dich vorhanden. Und zwar egal, ob es hier um berufliche Veränderungen geht, um partnerschaftliche Veränderungen oder wo auch immer du hier mit zu tun hast und was dieser König der Münzen bzw. auch diese Belastungssituation für dich genau ist. Neue Lebensenergie, ja, das ist das, was sich hier zeigt. Ja, Illusionen lösen sich hier auf und auch Konflikte, denen entziehst du dich wahrscheinlich. Ne? Da gibst du gar keine Energie mehr rein und du lässt dich da auch nicht mehr reinziehen. Du lässt dich auch nicht mehr von falschen Versprechungen oder auch eigenen falschen Hoffnungen vielleicht hier in den Nebel halten, ne, sondern du sagst ja, nee, ich gehe jetzt hier einen mutigen Schritt nach vorne und ich entziehe mich diesen Einflüssen. Die Fünf der Schwerter kann zusätzlich auf der hohen Schwingungsebene auch noch anzeigen, ja, dass man, dass es auch sinnvoll ist, für das einzutreten, was den eigenen Werten entspricht und was auch der eigenen Wahrhaftigkeit entspricht. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es kann durchaus sein, dass die Gegenpartei hier die Krallen ausfährt, ja, und sich nicht friedlich dem Ganzen geschlagen gibt. Aber nochmal, du hast ja sehr wertvolle Unterstützung an deiner Seite. Also keine Sorge deswegen. Ich denke, das wird sich in der Zukunft regeln. Ja. Ja, und dann schauen wir gleich auch mal auf die Tendenzposition. Neun der Stäbe. Ja, da ich denke, da ist ein Heilungsprozess. Ja, also es könnte durchaus sein, dass hier jetzt größere Bewegungen, größere Umbrüche, größere Veränderungen im September stattfinden und diese Veränderungen, die geben wahrscheinlich auch erstmal einen riesen Push für Selbstbewusstsein. Und das Ganze aber, was passiert ist, ja, weil wie gesagt, ich denke, für die meisten geht es hier um eine Situation, die sich über einen längeren Zeitraum abgespielt hat. Das braucht dann auch mal eine Verarbeitungsphase. Und ich denke, die kommt dann im Oktober. Und die sehen wir eben hier mit dieser Neun der Stäbe angezeigt. Das ist oft ein analytischer Blick zurück in die Vergangenheit, um eigentlich mal Resümee zu ziehen, um auch zu verstehen, was überhaupt passiert ist und wie es passieren konnte. Ne, da sind auch oft so ein bisschen innere Lernprozesse mit im Spiel.
Erkenntnisprozesse, wo habe ich denn vielleicht meine eigenen Grenzen nicht respektiert, wo habe ich mich vielleicht auch nicht getraut, mal ja auch ein Nein zu sagen, meine Grenzen auch nach außen zu kommunizieren. Ja, ich denke, das ist nochmal so ein bisschen eine Aufarbeitungsphase. Es kann auch durchaus sein, je nachdem, wie gesagt, wenn hier so ein bisschen ja, unschön darauf reagiert wird, dass es hier sinnvoll ist, auch ein bisschen in eine Schutzposition zu gehen. Ja, also das kann hier durchaus sinnvoll sein, ja, sich wirklich deutlich hier abzugrenzen, sich zu distanzieren, ja, weil es könnte durchaus sein, dass hier auch mit nicht ganz fairen Mitteln vorgegangen wird und ja, da solltest du standhaft bleiben und wie gesagt, vor allem eben auch die Unterstützung, die hier zur Verfügung steht, durchaus in Anspruch nehmen. Ja, gut, auch hier schon mal mit Klärungskarten dazu. Ja, aber viel der Schwerter und die sechs der Stäbe, die haben sich gezeigt. Also macht ja nicht allzu viel Kopf, was auch immer sich hier jemand aus der Gegenseite ausdenken könnte. Vor allem mach wirklich, zieh dich zurück, geh hier auf die Distanz, ne? Vor allem, wenn hier irgendwie unfaire Botschaften kommen, Attacken unter die Gürtellinie. Das musst du dir nicht antun. Die Vier der Schwerter kann durchaus dafür stehen, dass man eine Kommunikation auf ein Minimalmaß runterfährt oder auch mal eine Kommunikation ganz einschlafen lässt. Ja, doch auch hier nochmal kommt es natürlich drauf an, mit wem du zu tun hast, wie die Konstellationen sind. Aber das würde ich mal sagen, das könnte für dich hier durchaus hilfreich sein, dass du dich da nicht verbal irgendwie niedermachen lässt und sagst, okay, hier, entweder wir reden vernünftig miteinander, ja, hier auf einer erwachsenen Art und Weise oder erstmal gar nicht. Aber die Vier der Schwerter ist eben auch die Karte der Meditation und auch der Vision. Also auch hier geht es nochmal um eine ganz bewusste Ausrichtung auf die Zukunft. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Was sind meine Werte? Was möchte ich umsetzen? Ne, es ist auch so ein bisschen die Karte des Tagträumens. Und ich würde mal sagen, das kann dir hier auch helfen, ne? Auch immer wieder in die bewusste innere Ruhe zu finden. Weil wie gesagt, hier ist auch so ein Verarbeitungsprozess. Also alles, was deinem Wohlbefinden gut tut, das solltest du hier durchaus ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, immer wieder mal eine Pause einzulegen, die Energien mal runterzufahren, in die Entspannung zu gehen, in die bewusste Entspannung auch zu gehen. Ja, und dann haben wir hier die Erfolgskarte, der Siegeszug, der ist natürlich hier eine Top-Karte, weil beim Siegeszug eben meistens irgendeine Herausforderung zu meistern war oder eine Auseinandersetzung zu begehen war. Und ich würde mal sagen, dass du hier am Ende schon ja erfolgreich hervorgehst, ja, wie auch immer dieser Erfolg sich für dich darstellt. Und auch hier noch mal eine Karte, die mit Unterstützung, auch Anerkennung, Wertschätzung von außen zu tun hat. Da würde ich mal sagen, Ende gut, alles gut, ja. Also ja, es wird wahrscheinlich aufregend und zwischendrin auch mal herausfordernd im September, aber mir scheint, es lohnt sich, diesen Weg hier einzuschlagen, in dieser eigene Eindeutigkeit hier auch zu kommen, in das Selbstbewusstsein zu finden, die Dinge hier jetzt zu gestalten. Und ja, auch der Oktober, der ist wahrscheinlich emotional noch so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt, aber auf die lange Sicht würde ich mal sagen, kommst du hier sehr, sehr gut aus dieser ganzen Geschichte heraus. Ja, dann zum Abschluss die Stärke. Als Hinweiskarte, als Seelenbotschaft für dich, die Stärke entspricht ja mehr oder weniger der Kraftkarte. Also hier haben wir nochmal eine Sonnenenergie, nochmal die Aufforderung, wirklich an dich zu glauben, die Ruder hier, die Zügel in die Hand zu nehmen und die Dinge, ja, zu gestalten nach deinen Vorstellungen. Und ja, damit, ihr Lieben, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr hier mit dabei wart. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn du hier den Kanal abonnierst, soweit noch nicht geschehen ist.
Ja, unterstützt den Kanal natürlich sehr und wenn du die Glocke drückst, dann wirst du natürlich auch immer direkt informiert, wenn ein neues Video erscheint. Und damit verabschiede ich mich erstmal. Ich wünsche dir, ich wünsche euch einen fantastischen September. Alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lasst es dir, lasst es euch gut gehen. Tschüss.